Ubisoft schwenkt mit Operation Motherland so mehr oder weniger zwei kleine Zaunpfähle in Richtung, ja, was der nächste Mainline-Titel für Ghost Recon sein kann. Also der nächste PvE-Ghost Recon-Teil. Jeder Ghost Recon-Kenner, der Motherland gesehen oder selbst gespielt hat, ahnt natürlich schon, um welche beiden Spiele es sich da handeln könnte. Nämlich zum einen Future Soldier 2 und zum anderen Wildlands 2. Jetzt bleibt nur noch die Frage, welcher Titel ist denn da am wahrscheinlichsten? Gehen wir das Ganze mal der Reihe nach durch. Was spricht für Future Soldier 2? Da ist zum einen ganz offensichtlich die Tarnung, die optische Tarnung, die gab es auch bereits in Wildlands, aber die nimmt in Operation Motherland eine viel wichtigere Rolle ein, ist viel besser integriert und so weiter. Das könnte schon allein schon ein Hinweis auf Future Soldier 2 sein. Und zum anderen gibt es auch noch die Gegnerfraktion, die Bodak. Die gab es auch schon in Episode 3, in der waren die Bodak die Gegenspieler. Und die sind jetzt auch wieder in Operation Motherland die Gegenspieler. Und woher kommen die Bodak ursprünglich? Also nicht aus welchem Land, sondern aus welchem Ghost Recon Teil? Aus Future Soldier. Also, genauso wie die Tarnung, die Bodak sind sehr, ja, sehr verflochten in Ghost Recon Breakpoint. Es gibt eine komplette Episode, die Episode 3 wie gesagt, und jetzt einen kompletten Spielmodus, der sich um die Bodak dreht. Das weist schon ziemlich stark in die Richtung Future Soldier 2 als nächsten Titel, zumal Future Soldier neben Wildlands als der beliebteste Teil der Reihe gilt. Apropos Wildlands, was spricht denn für Ghost Recon Wildlands 2? Für Wildlands 2 würde eigentlich auch die Episode 3, von der ich eben schon gesprochen habe, sprechen. Denn Episode 3 war so ein bisschen, oder ist ja immer noch, so ein bisschen aufgebaut, wie das auch schon Wildlands war. Man konnte die Missionen oder kann auch immer noch die Missionen in beliebiger Reihenfolge angehen und es ist immer ein Oberhaupt, ich nenne es jetzt einfach mal Lieutenant, der ausgeschaltet werden muss. Und wenn man alle die Lieutenants ausgeschaltet hat, dann kommt man zum Big Boss und kann die letzte Mission in Episode 3 erledigen. Noch viel mehr als Episode 3 strotzt eigentlich, muss man schon sagen, strotzt Operation Motherland vor Wildlands 2. Das fängt schon beim Trailer zu Motherland an, der quasi 1:1 das Intro von Ghost Recon Wildlands war. Dazu hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. Im Trailer war auch schon so eine, ja, an Wildlands erinnernde Musik ganz leise im Hintergrund. Und diese Hintergrundmusik, die an Wildlands erinnert, die gibt es auch in Operation Motherland im Spiel selbst. Außerdem ist auch Operation Motherland ähnlich aufgebaut wie Ghost Recon Wildlands. Wir haben die verschiedenen Destabilisierungsmissionen in einer Region, die dann, wenn genügend davon erledigt sind, die Hauptmission, also den Lieutenant, in dieser Region freischalten. Ähnlich war das auch in Wildlands. Das Einzige, was wir in Breakpoint jetzt nicht so richtig haben, ist so ein Big Boss. Wir haben die letzte Mission mit der Die letzte Mission auf Golem Island. Aber das ist was anderes wieder wie so ein Big Boss. Ich hoffe, du kannst mir einigermaßen folgen, wie ich das meine. Aber es gibt, wenn man Operation Motherland abgeschlossen hat, noch eine Geheimmission. Und wenn man diese geheime Mission abschließt, bekommt man, Achtung Spoiler, dieses Foto von Nomad, Midas, Weaver, Holt und Karen Bowman in Bolivien. Also ein Bild aus Ghost Recon Wildlands. Warum sollte so ein Bild, so ein Foto als Missionsabschlussbelohnung einer geheimen Mission ins Spiel gebracht werden? Ich meine, das Foto heißt irgendwie ein Andenken und so weiter. Aber wer glaubt denn daran? Ich glaube, mittlerweile weiß Ubisoft ganz genau, was bei Breakpoint schiefgelaufen ist.
Nämlich, die Community wollte mehr Wildlands, also ein Wildlands 2, und das hat sie nicht bekommen. Mit Episode 3 von Breakpoint hat Ubisoft hier schon ein bisschen in die richtige Richtung gesteuert und hat mit Motherland dem Ganzen dann nochmal die Krone aufgesetzt. Motherland ist quasi ein bisschen Wildlands 2 in Breakpoint oder Wildlands in Breakpoint. Ich persönlich glaube, dass der ganze Future Soldier Kram in die Spiele eingebaut wird, weil Ubisoft weiß, dass es gut ankommt, weil das nun mal einer der beliebtesten Ghost Recon Teile ist. Aber ich glaube nicht, dass Ubisoft in absehbarer Zeit von der Open World Formel für Ghost Recon wieder abrückt, denn die neuen Spieler, die neuen Ghost Recon Fans, die mit Wildlands dazugekommen sind oder auch mit Breakpoint, die kennen Ghost Recon nur als Open World Spiel und je nachdem lieben sie es genau deswegen, weil es eine unglaublich gute Taktik-Shooter-Sandbox ist. Und ich glaube nicht, dass sich Future Soldier als Open-World-Spiel so umsetzen lässt, dass es sich noch nach Future Soldier anfühlt. Und ja, diese intensiven Momente und so weiter, wer Future Soldier gespielt hat, weiß das. Ich glaube nicht, dass sich das so in eine normale Open-World reinbringen lässt. Wie siehst du das? Schreib mir das ganz gerne in die Kommentare und ansonsten verlinke ich dir noch hier links das eben angesprochene Video und das sehen wir uns dort. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.